Heute haben wir den 10.05.2024 um 18 Minuten nach 6. Ursprünglich hatte Musubi eine viel schönere Überzeugung für die Menschen vorgesehen als eine Statistik über die Gehirntoten jetzt in den nächsten Tagen. Diesen sehr viel netteren Nachweis für seine Glaubwürdigkeit möchte ich euch heute geben. Es war ein Diktat von Musubi in der Nacht vom 22.04. zum 23.04. Ich bin bisher nicht dazu gekommen, das zu veröffentlichen, weil dann alles Schlag auf Schlag ging und leider die Bösen erstmal angegriffen hatten und beseitigt werden mussten. Dieser Gottesbeweis mit den Gehirntoten, ja, der hat sich daraus zusätzlich ergeben. Der war nie vorgesehen. Vorgesehen war folgender liebevoller Nachweis für Musubis Glaubwürdigkeit. An euch liebevolle Wesen, ihr Tiere, Lügel und feinstoffliche Wesen. Die Erde möge wieder zu einem Ort werden, an dem ihr euch sicher und wohl fühlt. Was die Energien bereits liebevoll versprechen, ist von den Menschen übereinstimmend ausgeführt. Andernfalls werden sie ausgelöscht, ausgelöscht, bis ins Totenreich ausgelöscht. Insbesondere am Anfang werden die Weichen gestellt und diese sind in diesem Fall absolut konsequent auf eine positive Zukunft als liebevolle Erde für alle Lebewesen gestellt. Wer diesen Anspruch nicht erfüllt, muss die Erde gegebenenfalls für immer und ewig und bis ins Totenreich verlassen. Überlegt es euch gut, mein Geschenk einer liebevollen Erde für alle Lebewesen zu achten und wertzuschätzen. Denn eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Niemand. Die konsequente Umstellung fällt einigen von euch schwer, aber sie muss sein. Wenn ihr jetzt nicht ebenso konsequent mitmacht, habt ihr später keine Gelegenheit mehr dazu. Wenn die Wirkung und die Ergebnisse offensichtlich werden, ist es zu spät. Denn genau jetzt werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Jetzt wird festgelegt, was sich später manifestiert. Daher überlegt es euch sehr gut, jetzt und zu diesem Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was jetzt falsch entschieden wird, ist später, wenn es offensichtlich wird, zu spät für eine Korrektur. Die Lügel wurden von mir angekündigt und inkarnieren sich. So wird es auch mit allem anderen sein. Nehmt die Lügel als Vorabbestätigung meiner Glaubwürdigkeit, denn sie sind die einzige Bestätigung meiner Ankündigungen, die rechtzeitig kommt, um euch richtige Entscheidungen für die Zukunft treffen zu lassen. Nichts ist Zufall. Die Lügel haben sich bereit erklärt, als ein Geschenk an euch Erdenmenschen, schon zu diesem Zeitpunkt mit noch vielen bösen Erdenmenschen zu inkarnieren, um auch die Skeptiker, die handfeste Beweise brauchen, von der Tatsache der Erdumstellung zu überzeugen. Wer sich von euch weder durch seine intuitive Wahrnehmung noch durch die Wiederkehr der Lügel von der Ernsthaftigkeit der heutigen Entscheidungssituation überzeugen lässt, wird künftig nicht mehr bei der liebevollen Erde dabei sein. Es ist einzig und alleine eure Entscheidung, die ihr genau jetzt für eure Zukunft trefft. Die Lügel schenken sich euch als Beweis.